Hallo und herzlich willkommen zur Nerd-Gemeinde. Wir spielen heute mal Hurricane. Das ist ein 2D Jump-and-Run-Spiel. Das Tutorial habt ihr ja schon gesehen. Und wir starten jetzt mal. Und zwar nicht auf Hurricane. Also Schwierigkeit, nicht auf Hurricane, nicht auf schwer. Nicht auf Mittel, sondern auf leicht. Hört sich jetzt nicht so gut an. Aber das liegt daran, dass wir jetzt seit 3 Stunden versucht haben, Mittel weiterzukommen. Also auf Schwierigkeit Mittel. Und da sind wir bis Level 2 gekommen und Level 2 haben wir einfach nicht geschafft. Vielleicht laden wir noch mal ein Video mit ein paar Outtakes hoch. Alles werden wir. Nein. Also hier haben wir die Story. Die ist mega geil. Sehr interessant. Man befindet sich im Jahr 2138 und fliegt zurück zur Erde nach einer Mission. Allerdings, die Erde braucht Hilfe. Sie wird von Raketen bombardiert. Echt tragisch. Ja. Als Ursprung der Flugkörper wird der Planet Takatis lokalisiert. Und ja. Da ist der böse Dr. Gang X. Den versuchen wir noch zu töten in den paar Leveln, die ewig dauern. Wenn man sie auf Mittel spielt. Offenbar scheint er gestorben zu sein schon mal, so sieht er auch aus. Achso, ist der tot? Ja, steht doch da. Ja, warum greifen die uns dann jetzt an? Ja, weiß nicht, das ist so ein Totenschädel, hast du doch gerade gesehen. Ach, der lebt also trotzdem, ist es ein Untoter, oder? Ja, ist er wahrscheinlich. Okay. Ah, jetzt verstehe ich die Story auch mal. Ja, lesen hilft. Wir fliegen nach Takatis. Okay. Ein ähnlicher Planet. Ja, der sieht ungefähr so aus wie die Erde in 100 Jahren, würde ich sagen. Und, oh nein, die schießen mit Flak auf uns und wir haben große Löcher in der Außenhülle und zufällig sterben dann alle und nur 2 überleben und das sind wir. Welch ein Wunder. Da ist unser wunderschönes Raumschiff in dieser wunderschönen Umgebung und diesen wunderschönen erdenähnlichen Wolken. Ja, man muss dazu sagen, Hurricane ist ein Spiel, das von 2 Leuten privat programmiert wird. Ja. Und naja, kostenlos downloadbar ist, also im Prinzip eigentlich eine super Sache. Kann man nichts sagen. Nee, ist wirklich cool, aber ein paar Sachen sind so. Okay, und los geht's. Los geht's. Das ist ein wunderschönes Spiel. Also so leicht sollten wir es auch schaffen. Hoffen wir. Okay. Okay. Los geht's. Wir haben jetzt schon fast wieder den ersten Stein dort unten zerstört. Level 1 haben wir auf Mittel schon mal durchgespielt, haben wir auch geschafft. Daher kennen wir einige Sachen, wie hier zum Beispiel diesen Geheimgang. Level up. So. Für die Leute, die das Tutorial nicht gesehen haben, sollten sie es anschauen. Oder nochmal kurz Zusammenfassung, es gibt 4 Schüsse. Den roten hier, dann einen blauen. Und dann gibt es noch diesen grünen hier. Den da. Und ja genau, wir haben uns aufgeteilt, wer welche Waffen nimmt, weil man kann sie halt upgraden. Und dann, zum Beispiel der blaue Schuss hat am Ende 4 Schüsse, die auch stärker sind. Und der rote wird halt immer mehr und der Winkel wird dann immer größer, wie man da umfasst. Beim grünen Schuss teilt der Schuss sich in immer mehr andere Schüsse auf. Genau. Und wir haben uns halt aufgeteilt, dass ich immer die blauen nehme und der David die roten. Und je nachdem, wer dann halt gerade weniger Waffen hat, der nimmt dann auch die Grünen noch. Auch wenn eh keiner der Grüne ist eigentlich, der schlägt es einfach Müll. Ja, den braucht man echt nicht, der macht einfach keinen Schaden und nichts. Genau, und immer wenn man stirbt, also die Leben seht ihr oben links und oben rechts von mir, oben links von David, das sind die Leben, die Zahl in den Kreis drin. Und immer wenn man stirbt, dann verliert man Eine Stufe von der Waffe, die du gerade besitzt, die du gerade wieder schießt. Kann ja schon mehr sein. Oh ja. Wir rushen jetzt einfach durch. Wir versuchen jetzt einfach alle Geheimnisse und alle Verstecke zu finden. Und nicht nach oben fliegen. Wenn ich gehe nach oben komme, das ging halt weg. Ja. Hier ist jetzt so eine Kiste gleich über uns. Und die darf man nicht kaputt machen, weil hier müssen wir jetzt draufspringen.
Also sogar noch eine Kiste, müssen wir auch drauf springen. Ist hier noch eine Kiste. Die zerstören wir jetzt nicht, diesmal holen wir uns mal dieses Level Up da drüben. Ah, stimmt, da gibt's ein Level Up. Level Up ist einfach ein Leben dazu gekommen. Jeder, der das nimmt, der kriegt ein Leben dazu. Sprung mal. Ja, ich nehm's mir einfach. Ich nehm's mir. Okay. So, sehr schön. Okay, jetzt zerstören wir das, die Kisten nach und nach. Aus Kisten kommen immer Items raus, also Verbesserungen. Wir fangen uns jetzt wieder auf, du bist auch deins. So. Und das ist... Das ist wurscht. Dann geht kein Schwein her, den du anschießt. Doch, das ist letztes Mal schon. Ja, ich hatte auch einfach keine andere Waffe mehr. Ja eben, da sind wir dann schon gut. Ich bin im letzten Mal so oft gestorben, dass ich einfach keine Waffe mehr hatte und schlussendlich diesen grünen Schuss hernehmen musste, der einfach keinen Schaden machte. Und ich dann einfach im Prinzip dauernd verreckt bin. Jetzt dieser Blitz hier, der ist cool. Der lässt sich auch upgraden, dann wird er eben größer. Macht dann auch mehr Schaden, ich glaube nicht, oder? Nee, der wird einfach nur länger. Und ich den dann bitte. Ja, das ist seine Spezialität. So, wer holt sich's hart? Ich versuch mal. Da muss man jetzt blöderweise genauso wie er es jetzt perfekt gemacht hat. Runterspringen, dass man genau mit der Kugel dran vorbeirutscht. Bisschen schwer, ich krieg's nicht hin. Er kriegt's hin. Respekt. Das ist auch nicht. Nichts mehr. Nee, nee. Ja, die Teile vom Level kennen wir alle schon. Wobei das ein bisschen aus. Level 1 geht ja. Aber Level 2 war echt. Das war echt happig, also das war. Unschuldig. Ja. Das war einfach zu schwer. Aber da gibt's dann, werdet ihr später sehen. Blöcke, die dich sofort töten. Was halt echt. Er gibt so Blöcke mit so Stacheln unten an und wenn du da drunter gehst, dann bist du sofort tot. Ist ein bisschen fies. Und ich bin irgendwie zu blöd, die zu sehen. Im Geheimgang. Haben wir den letzten Mal entdeckt? Ja, okay. Zählt aber nicht als Siegel. Ja, und? Bringt Münzen, was auch immer Münzen bringen. Ja, wenn man 100 Münzen hat, dann wird irgendwas. Wir müssen nach unten. Ja, ich weiß. Bei 100 Münzen kriegt man irgendwas Tolles. Okay. Cool, oder? Ja, finde ich auch. Woher sehen wir uns? Hier sind lustige, wenn wir rechts sind. Hier sind lustige Stacheln unten am Boden, da ist man eigentlich irgendwie schon zu gut. Auch nicht so lustig, habe ich auch schon Erfahrungen mitgemacht. Wir sollten echt ein Outtakes-Video einstellen. Wir sollten den Alkohol trinken. Um diesen Schock besser zu verkraften, dass wir dieses Spiel auch leicht durchspielen müssen. Das ist so schlimm, das ist so peinlich. Also bitte denken Sie sich nichts. Sie? Ja, okay. Ja. Sie Gut. Normalerweise sind wir besser. Immer. Achso, ich bin da oben die Kiste. Ich komme. Nehmen einfach alles. Was ist der Schuh? Nochmal dein. Ja, du hast den längsten. Respekt. Danke. Hätten wir das auch geklärt. Alter, die Kiste. Schau. Okay, unser Skill wächst. Ja, so langsam wir werden einfach dann später, wir machen da wahrscheinlich noch ein Let's Play und spielen es einfach auf bei der Kunde. Ja. Glaube ich auch. Ja. Heute Nacht noch. Ja. So wie geplant, ja. Ach ja, nochmal für die Wurst. Ach ja, so das ist ja gar keine. Wir spielen ja eine ganze Nacht hier durch. Unser Ziel ist es, dieses Spiel jetzt an einem Tag durch. Also, einen Tag, so ein Schwachsinn, eine Nacht durchzukriegen. Ein Nerdtag. Ja, ein Nerdtag. Wir haben jetzt seit 12.15 Uhr. Haben um 9 Uhr angefangen und. Kam einfach noch überhaupt nicht weiter. Allein, dass wir es mal geschafft haben, das Spiel zu starten. Mhm. Und ja, wir haben noch was vor uns. Sind glaube ich 10 Level.
Ich glaube 10, ja. Schauen wir mal. Hoffentlich. Mehr als 10 wäre halt echt bitter irgendwo. Dann würde ich sagen, können wir nicht mehr schlafen. Ja, und morgen ist noch eine LAN. Ja, nein, da müssen wir durch. Gemeine Stelle. Spring mal. Ja, genau, immer der, der oben steht. Wenn der dann springt, dann wird der, der unten ist, zu ihm geportet. Manchmal ganz praktisch zu wissen. Dadurch kann man sich sozusagen einen Safe machen. Ja. Dem einer immer oben bleibt, so wie jetzt. Könnt ihr springen. Im Wurf. Okay. Ich bin immer oben. Mach schöne Muster in den Stein. So, ein anderer Geheimgang. Mein Lieblingsgeheimgang. Das ist der beste Geheimgang überhaupt. Lass mir erstmal die anderen raten, ob man sie machen muss. Oh ja. So, da wäre man. Das ist jetzt ein Geheimgang und eigentlich ist er ja noch nicht wirklich ein paar Menschen und so, aber wenn man sich jetzt hier dieses tolle, diesen tollen Altar anschaut, und da sieht man ja so ein wunderschönes Bild und es ist vermutlich, also eigentlich recht sicher, der Entwickler von dem Spiel. Ja, was muss man jetzt machen? Ja, jetzt. Muss man lesen können. Muss man auch noch Englisch können. Schauen wir erstmal in Google in Leo rein und sehen, was da steht. Knie vor dem Master. Und das machen wir jetzt mal. Genau. Jetzt hat der Netflix den absoluten Den habe ich den allerlängsten hier, das war nämlich der Blitz-Upgrade. Mir geht es einfach nicht mehr, dass die Karte hinaus. Ja, das ist echt cool. Hat Vorteile, den Lenken zu haben. So, jetzt haben wir hier oben entdeckt, kann man reinspringen. Einfach gerade aus dem Rum. Ist mir aus Versehen passiert, war nicht geplant. Das war ein Bug eher. Ja, nimm die Bau, nimm die Bau. Das sind theoretisch solche Schockwellen, solche tollen, die eigentlich total viel wertvoll sind. Ja, genau die da, die man allerdings nur begrenzt hat, aber wir beide halt einfach zu blöd sind einzusetzen, deswegen sind die eigentlich egal für uns. Ja, also wir setzen die eben, weil es halt blöd ist, weil für diesen Kugelmodus, ja, den man übrigens, der einfach mega geil ist, weil man da unsterblich ist. Unverwundbar ist. Dafür muss man das halt drücken und plötzlich noch eine andere Taste. Und da kommt es halt manchmal vor, dass man dann nur die eine Taste drückt. Und aktiviert man immer diese Shockwave. Aktiviert man halt manchmal aus Versehen diese Shockwave. Das sieht man auch. Kann eben zum Beispiel. Wie hast du es? Ja, es ist nicht so. Also die Steuerung ist allgemein etwas... Ja, die ist schon eigentlich gut gemacht, besser geht eigentlich nicht wirklich, aber es ist einfach viel zu viel. Es gibt aber so viele Waffenarten. Das ist gut. Den grünen Schuss lässt du nur, oder? So, man sieht hier diesen tollen grünen Schuss. Man sieht unten links, wie viel Schaden er diesen Kugeln macht. Nämlich einfach gar keinen. Ich wechsle wieder auf meinen... Aber lustig ist er schon und wie du sagst, Augenkrebs macht er auch. Ja. Wenn ich nur noch den Augenkrebs schaue. Du hast niemals diese Website gesehen. Ja. Hättest du sie jemals gesehen, dann wüsstest du, was ich meine. Er kann mir voll gleich. Ich weiß nicht, kennt ihr Augenkrebs? Ich weiß nicht, ob ihr die Augenkrebs-Website kennt. Ich weiß auch nicht, ob sie es überhaupt noch gibt. Ja, das war jetzt gerade auch mit Fleiß aktiviert natürlich. Ja, das ist jetzt scheiße. Ne? Ach verdammt! Ja, mach nichts, du brauchst mich eh nicht. Damit, Achso, ja, da war ein Geheimgang. Das hab ich vergessen. So, auf ein neues. Ein super cooler Geheimgang. Warum hast du eigentlich 7 Leben und nicht 5? Ja, das kommt noch. Geht schon mal mehr. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Was für eine subtile Andeutung soll das jetzt sein? Also, wie man sieht, man glaubt nicht an mich.
Ja, mit dem längsten hat man Vorteile. Diese Doppeldeutigkeit ist natürlich nicht gewollt in Wirklichkeit. Nee, ist eigentlich. Das ist mir auch gerade jetzt aufgefallen. Echt komisch. Oh mein Gott. Hier waren wir noch nicht. Komm. Ach, hier sind wir jetzt. Nein, nein. Nein, alles. Das war. Jetzt eine mega Granate. Okay. Weiter geht's. Ich bin mal gespannt, wie auf Erde einfach das zweite Level ist. Das erste Level ist ja einfach, muss man sagen. Ja, sogar auf Mittel haben wir das geschafft. Ja, ich bin zwar zweimal gestorben. Ja, aber wir haben es geschafft. Und für Level 2 haben wir es auch geschafft. Wir sind halt einfach irgendwie zu schlecht für dieses Spiel. Ja, oder vielleicht ist das Spiel einfach zu. Ja, oder das Spiel ist zu gut. Oder das Spiel ist zu schlecht für uns. Ja, wir fühlen uns einfach unterfordert. Ich glaube, das kann sein, ne? Ja, einfach das Leben. Das ist Leben mit dem Fokus. Aber ich meine, viele sollten ein bisschen länger mal mein langes Ding gehen. Wenn es nach dir geht, den ganzen Tag, oder? Ja. Du hast ja 5 Leben, kein Ding. Wohl bei ihm gehen. Ja, egal. Ja, ich weiß. Kannst doch schießen, das ist gleich tot, Granate. Alter. Alter, gut, ja. Hat die dumme Idee, wie der Name ist. Und was dürfen wir sehen? Der Eier. Ach so. Ob der das jemals anschauen würde. Oder ob der irgendwie viel zu viel Zeit mit dem Zocken verbraucht. Also, man merkt schon, unsere gesamte Bekanntschaft zockt auch eigentlich nur den ganzen Tag. Der Name Nerd-Gemeinde kommt nicht von irgendwo her. Hier ist Zufall. Ich hab jetzt auch gedacht, wenn man da rein kann. Da kommt man runter und dann gab's einen Geheimgang. Ach stimmt. Ja, dann viel Spaß. Was war da jetzt? Ich spring mal. Danke. Kein Ding. So, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, weil ich keinen Kugelmodus habe. Mein Freund hier haut gleich vom Stuhl. Oh, ich habe Ninja-Schuss. Ja, scheiß drauf, der ist eh weg, der kann nicht ziehen können. Okay, also Kugeln? Ja, ich fange an. Okay, los geht's. Hier lang. Alter! Alter! Okay, man sieht, dieser Kugelmodus ist einfach nur übertrieben geil. Du hast kein Leben mehr, pass auf. Oh ja, ich habe wirklich etwas wenig Leben. Dieser kleine rote Strich da unten, oben links. Ja, wenn ich jetzt nicht so einen Schuss handelt, bin ich tot. Ja, dann bin ich glaube einfach immer vor. Wieso geht es da nicht auf? Hier an dieser Stelle bin ich im Schwierigkeitsmodus normal zweimal gestorben, weil ich da runtergefallen bin und da unten sind Stacheln und dann nicht mehr rauskam. Weil der verniedlich. Kann man nichts machen. Kann nichts machen. Blöd gelaufen. Auch einer der Wohl eigentlich sind es ja hier die Pros der Nerd-Gemeinde, die hier spielen. Ja. Razer Copy. Den Namen solltet ihr euch merken. Wollt ihr was Lustiges sehen, dann wisst ihr, was ihr anschauen müsst. Hier kann man rein, das weiß ich noch. Geil, ja. Das war es mir ganz gut. Diese Shockwaves sind einfach. Pass auf dein Leben auf, bleib einfach hinten. Oh, stimmt, ich hab's schon wieder vergessen. Ja, schon. Hast du Leben? Ah, ich kann den ganzen Dankgang einfach abschießen. Ich muss mich wieder mit eurem Leben. Ich bin viel zu einseitig fixiert. Ja, wir wollten Minecraft. Tribute von Panem, ein genialer Film.
wollten wir nachspielen. Möglichst detailgetreu. So wie Pokémon ablegen. Müsst ihr unbedingt auch anschauen. Das ist einfach. Das müsst ihr sehen. Okay, die Detailgetreuigkeit von Pokémon-Taste verwechselt. Toll. Es war jetzt mal wieder klar. War wieder fällig. Ja. Über die Detailgetreuigkeit von Pokémon lässt sich jetzt zwar sehr streiten, aber die Welt ist detailgetreu. Jeder Block. Genau, es ist nachgebaut, war ein bisschen Arbeit. 3 Tage. In 3 Tagen können sich die Leute nichts vorstellen, die denken dann 8 Stunden oder so. Na, nein, nicht 8 Stunden. Ihr wisst ja, wie viele Stunden ein Tag hat. Also es war schon krass, ja. Ja. Und außerdem haben wir eh keine Freunde außer uns. Genau. Deswegen spielen wir auch Hurricane die ganze Nacht durch. Am Morgen wieder flammen. Ja, was man so alles erleben muss. Darf. Die kleinen Freuden eines Nordlebens. Hauptsache, du nimmst wieder beide Unterfallteile ab. Also, nur damit ihr in Level 2 schon mal darauf achten könnt. Der Blaue wird jeden Stein abkriegen, der von der Decke fällt, und ich werde die ganze Zeit in diese Zerstampfteile reinlaufen. Weil die Zerstampfteile waren nicht mehr leider und die Dinger, dann passiert nicht so viel. Also, schauen wir mal. Wir haben 6 von 7 Level-Ups, 7 von 9 Verstecken. Das ist, hätte ich mehr geschätzt. Hätte ich nicht gedacht. Hä? Doch, ich hätte gedacht, wir hätten ziemlich viel. Okay, 7 von, anders als 7 von 9. Aber 330 von 400. Das, da geht noch einiges. Da können wir uns noch verbessern. Ja, nächstes Mal. Okay, dann soweit. Jo, wir sehen uns gleich in Level 2. Unbedingt weiterschauen. Das wird noch lustig. Bis gleich. Bis gleich.